Bei Memesuchung ist mir noch was Interessantes in die Hände gekommen. Und zwar sieht man hier mal den Nachlademechanismus einer Lewis Gun. Goldpriester, wie fühlst du dich eigentlich, wenn immer neue Abonnenten dazukommen? Ja, einfach den Clip anschauen. Ich habe mal geschaut, ob es dazu noch einige Informationen gibt, leider nur die Konzeptzeichnung dazu gefunden. Jo Leute, Goldpriester hier, wir schauen uns heute mal ein paar Battlefield 5 Momente und Memes an, die wirklich jeder kennt. Der erste Clip hatte leider Copyright Sounds drunter, da musste ich deshalb den Sound austauschen, aber man versteht im Endeffekt dennoch, was da passiert. Der ist halt mit der Stuka festgepackt, macht aber Erstaunliches aus seiner Situation. Ich weiß nicht, wie ich das dann im folgenden Video noch genau machen werde, eventuell sage ich kurz zum Anfang was oder am Ende noch was dazu. Okay, beim nächsten Clip sieht es folgendermaßen aus. Und zwar der ganz normal mit dem Spektiv Feind aufgedeckt und dann ist auf einmal das passiert. Ich denke mal, das wird jeder schon mal erlebt haben. Beim nächsten Clip kann man einfach nur sagen, Instant Karma. Wer öfters mal seinen Gegner flankiert, kann dabei manchmal saugeile Momente erleben, wie man hier anhand einer MG42 sieht. Dasselbe geht übrigens auch auf Untergrund, einfach mal machen und schauen, was dann passiert. Der nächste Clip ist mal wieder ein Paradebeispiel, wie man im Untergrund am besten als Attacker im Durchbruchsmodus vorgeht. Ich habe jetzt irgendwie ein Flashback zu Battlefield 4 und Metro, da schauen wir jetzt mal rein.
unvorstellbar. Ich sehe den Clip jetzt zum x-ten Mal, muss schon wieder lachen. Thema ist, niemand hat mich gesehen. Bei Memesuchen ist mir noch was Interessantes in die Hände gekommen. Und zwar sieht man hier mal den Nachlademechanismus einer Lewis-Gun. Auf jeden Fall ganz interessant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier einige immer für einen Lack haben. Unvorstellbar. Hier anhand jetzt von Carkills zu sehen. Es sind zwei Clips. Schaut euch gleich mal den Typen bei der Munistation an, auf jeden Fall sehr lol. Leute, ich glaube, jetzt kommt die inoffizielle Ankündigung zu Kapitel 5. Goldpriester, wie fühlst du dich eigentlich, wenn immer neue Abonnenten dazukommen? Ja, einfach den Clip anschauen. Wer kennt es nicht, man ist ganz normal mit dem Panzer unterwegs und steckt nur 0,1337 Millisekunden fest und bereits danach steigen auch wirklich alle aus, außer man natürlich selbst. Ich glaube, dazu braucht man nichts sagen, oder? Sende diese Nachricht an DICE. Gut ein Jahr nach Release gibt es immer noch keinen anpassbaren Panzerkörper. Ob das jemals noch was wird, was meint ihr dazu? Schreibt einfach mal einen Kommentar. Krankenschwester, sie lagen 10 Monate lang im Koma. Patient, oh Mann, Junge, ich kann es kaum erwarten, endlich diese Fahrzeugkarosseriekosmetik zu Bellybeat 5 zu sehen. Ich habe mal geschaut, ob es dazu noch einige Informationen gibt, leider nur die Konzeptzeichnung dazu gefunden. Ich hoffe, die bringen das noch. Also wenn jemand fragt, wie mein Gesichtsausdruck nach einem Jahr Live-Service aussieht, dann schaut einfach mal das Bild an. Wie geht's euch so? Dann gab es zur Kapitel 5 sogar schon Memes, und zwar das hier. Wenn ihr seht, dass euer Team aus dem Flugzeug frühzeitig aussteigt, anstatt den Kaiser Ruhm zu verleihen. Dann wurden hier noch japanische Soldatenuniformen gezeigt und wie sie nicht aussehen sollten. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was DICE daraus machen wird. Obwohl, die Medic da ganz unten sieht auch ganz nice aus, oder? Im Hintergrund seht ihr übrigens mal die neue brennende Nahkampfwaffe. Jetzt wird gleich noch ein Abschlussclip. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wer neu ist, kann auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Es sieht eventuell so aus, als wenn es dann noch Teil 2 geben wird. Ich muss aber mal schauen. So, beim letzten Clip achtet mal darauf, auf welcher Seite der Soldat reinschauen und vor allem, was er nicht am Boden macht. Auf jeden Fall eine souveräne Leistung. Okay, jetzt viel Spaß mit dem Abschlussclip, euer Goldpriester.
is wrong. All interests are strong. We need a new beginning, man. The vision is off. We need to rage, wage war. Yeah, we need to.